Hallo, liebe Freunde der gepflegten Bastelkultur. Heute zeige ich euch, wie ihr euch mit einfachsten Mitteln so einen schmucken Raspberry Pi Moni Puder bastelt. Ja, der Raspberry Pi ist ein faszinierendes Stück Technik. Man kann sehr viel damit machen, man kann sehr kreativ sein und es macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Mein Problem, was ich immer damit hatte, ist, dass wenn man dann irgendein Projekt fertig hat und man will es irgendwo einbauen oder irgendwo verwenden, dass man diesen Drahtverhau rund um den Raspberry Pi dann immer nicht los wird. Ja, das ist ja das Problem, dass der Raspberry Pi, wenn wir uns anschauen, natürlich an allen Seiten irgendwelche Anschlüsse hat. Das ist jetzt die erste Version. Ja. Das ist natürlich geschuldet der Kleinheit der Platine. Ja, irgendwo muss man mit den Anschlüssen ja hin. Ja. Aber bei einem klassischen Gehäuse, was ich als Computer verwende oder sonst irgendwo, hat man ja meistens irgendwo eine Frontplatte, da hat man Anzeigeelemente und Bedienelemente, vielleicht auch noch die SD-Karte und an der Rückseite hat man dann irgendwo die ganzen Anschlüsse und das macht sich natürlich immer schlecht damit. Ich habe dann schon viel experimentiert, wie man die ganze Geschichte lösen kann. Eine Lösung sah bei mir so aus, dass ich einen Moniputer gebaut habe, den verwende ich hier meistens in Verbindung mit RISC-OS. Manchmal aber auch für andere Geschichten. Ja. Und das will ich jetzt mal kurz zeigen, wie man das realisieren kann. Ich habe dort einige Kabel eingespart und das alles schön versteckt. So, hier mal das ganze Gerät von der Rückseite. Die Basis bildet natürlich eine Weserhalterung für den Raspberry Pi. Das ist so ein Standard-Plastik-Seifendosengehäuse für diesen Raspi. Das ist natürlich überhaupt kein Hexenwerk, das gibt es einfach so fertig zu kaufen. Man braucht dann halt bloß als Basis einen kleinen Monitor, welcher so eine, die Verschraubung für so eine Weserhalterung hat. Ja, und dann kann man das so anbauen. Was halt immer so das Problem ist, man hat eigentlich normalerweise keinen HDMI-Monitor verfügbar für so eine Bastelprojekte. Solche VGA-Monitore hat man für ein paar Euro irgendwo, kriegt man die hinterhergeworfen oder die stehen auf dem Schrott rum oder man hat sie selber oder Bekannte noch irgendwo im Keller stehen. Ja? Das Problem ist natürlich, der Raspberry Pi hat dann keinen VGA-Ausgang, deshalb braucht man einen Adapter, einen Konverter von HDMI auf VGA. Ne? Das ist dieses weiße Teil, den habe ich hier magnetisch befestigt, ja, da sind so Neodym-Magnete dran, die den in Position halten. Ne? Des Weiteren habe ich hier dann das lange Kabel, das VGA-Kabel einfach aufgerollt und befestigt. Ich wollte mir sparen, selber eins zu löten, weil das ist doch ziemlich hochpolig, also vierpolig das Kabel und alles ist da einzeln geschirmt. Das ist immer eine mächtige Friemelei an der Stelle. So, dann haben wir noch das Netzwerkkabel und hier das USB-Kabel, welches zu dem USB-Hub geht und welcher dann rückwärts den Strom einspeist und den Raspberry Pi versorgt. Ja, hier kommt dann gleich ein kurzes Audiokabel. Da habe ich mir ein bestehendes Audiokabel genommen und einfach gekürzt und hier mit so einer Standardbuchse versehen. Und dann flattert hier auch nichts weiter rum, dann verschwindet das auch. Alles ein bisschen abgebunden und ja, dann sieht das schon, dann kann man alles gut hinter dem Monitor irgendwo verstecken. Ne? So, bei dem Hub selber, da können wir mal gucken. Ich habe jetzt hier an dem Hub so einen Zwischenstecker dazwischen, dass man hier dann auch ein- und ausschalten kann. Wie gesagt, hier ist dann ein sehr leistungsfähiges Steckernetzteil dazu. Ich glaube 3 Ampere hat das oder sowas. Das reicht also rundherum für den kleinen Raspi und für Zusatzgeräte. Und man hat natürlich dann durch diesen Hub den Vorteil, dass man nicht hinter dem Raspberry Pi irgendwo am Monitor rumfummeln muss, um Datenträger einzulegen. Also bei RISC-OS ist es so, oder bei anderen Sachen ja auch, man geht ja an diese SD-Karte eigentlich im Wesentlichen nicht mehr ran, sondern man steckt dann irgendwie nur USB
Speichermedien mit irgendwelchen Dateien und die hat man dann natürlich gut von vorne im Zugriff. So, wie man hier sieht, habe ich eine ganze Menge, sieht es ganz ordentlich aus. Ich habe da einiges an Kabeln eingespart. Und natürlich schon dadurch alleine, dass ich hier kabellose Tastatur und Maus verwendet habe. Aber ich glaube, das ist ja Standard, das macht man halt einfach so. Aber ich habe es auch so gemacht, dass ich hier diesen USB-Hub mit dem Raspberry Pi fest verheiratet habe und quasi das Netzteil von diesem USB-Hub verwendet habe zur Stromversorgung für den Raspberry Pi. Das geht allerdings nur mit den ersten Versionen, weil ich das so gelöst habe, dass ich quasi die Spannung aus dem USB-Hub rückwärts über die USB-Buchse in den Raspberry Pi einspeise. Ja, dadurch hat man schon wieder ein Steckernetzteil irgendwo weniger. Ja, und ich habe hier einen USB-Hub genommen, der einen relativ hohe Leistung hat als Stromlieferant. Und man kann dann durchaus hier auch mal eine Festplatte oder ähnliches dranhängen. Das verkraftet das Netzteil, was dort mit beigelegt war, diesem Hub. So, jetzt schauen wir uns mal den Switch an, wie ich den modifiziert habe. Dort am Anfang gleich mal eine Warnung. Ihr solltet diesen, Switch ist falsch, ist ja ein USB-Hub. Ihr solltet diesen Hub wirklich fest mit dem Raspberry Pi verheiraten, weil das ist jetzt natürlich ein Gerät, was über diese B-Buchse die Spannung einspeist. Das ist normalerweise nicht der Fall. Das ist also getrennt. Das heißt, man darf diesen USB-Hub dann nicht mehr an irgendeinem PC oder irgendwas verwenden. Am besten, ihr klebt die Stecker fest ein, ja, an beiden Enden und dann kann da auch nichts passieren. Dann kann niemand irgendwo das anders verwenden. Oder macht euch noch einen Aufkleber drauf oder irgendwas. Ja. Also ich weiß nicht wirklich, was passiert, aber ich denke mal, wenn ihr das in einen normalen PC dann reinsteckt, dann qualmt's. Ja, also aufpassen, daran muss man wirklich denken. Das ist dann wirklich eine Modifikation nur für den Raspberry Pi. Ja. So, jetzt ja, das Ding mal aufschrauben. Na komm her. Hier hinter der Buchse, ja, dieses schwarze Bauteil, das ist auch beschriftet auf der Platine mit D1. Das ist eine Diode, die eigentlich verhindert, dass die Spannung, die wir hier einspeisen an die Hohlbuchse, dass die rückwärts in den PC eingespeist wird. Ja? So, und warum verbindet man es dann überhaupt? Stellt sich ja die Frage irgendwie. Ne? Es ist so, dass man für diese USB-Hubs nicht unbedingt das Netzteil braucht. Man kann diesen USB-Hub auch blank ohne Netzteil am PC betreiben. Ja? Und dann wird ja dieser Hub gespeist aus dem PC. Ja, dann liefert der Rechner die 5 Volt und speist die Elektronik hier drin. Ja? Und deshalb ist diese Diode drin. Ja, für den Fall, dass ich das Netzteil ranstecke, sperrt diese Diode und das Netzteil speist dann nur die Elektronik hier. Wir wollen es jetzt aber andersrum haben. Ja, wir wollen mit diesem Netzteil unseren Rechner speisen, der dranhängt, halt unseren kleinen Raspberry Pi Rechner. Ja? Und deshalb habe ich hier einfach eine Brücke reingemacht. Man könnte die Diode rumdrehen, das ging ja auch, aber dann gehen einem nochmal die Flussspannung, die 0,7 Volt verloren. Weiß ich nicht, ob das geht. Ja. Ich habe einfach eine Brücke reingelötet und das Ding gekennzeichnet und das ist hier nur bei mir mit dem Raspberry Pi in Verwendung. Ja. Aber wie gesagt, große Warnung, nirgendwo anders dran stecken. Ja. Dann gibt es da Ärger. Wipes. Ja, liebe Freunde, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen und euch vielleicht auf die eine oder andere Idee gebracht. Wenn ja, dann Daumen hoch.
ansonsten freue ich mich natürlich auch über Ideen, wie habt ihr es gelöst, wie habt ihr das gemacht mit der ganzen Verkabelung, wie schmeißt ihr das als Drahtverhau immer auf den Tisch, lasst ihr das dann so liegen, stört euch das nicht oder habt ihr da vielleicht auch eine ganz andere, clevere Lösung gefunden, dann Abmarsch in die Kommentare damit, freue ich mich drüber. Ansonsten ciao, ciao, bis demnächst hier in diesem Kino. This is a homage speech.